Elektroautos und die Autobahn, das polarisiert für die einen, für die Elektrofahrer, ist das eine sehr entspannte Fortbewegungsweise von einer Ladestation zur nächsten. Für die anderen ist das das Bild von Elektroautos im Windschatten, von LKWs oder Bussen. Mein geschätzter Kollege Albert Königshausen von Vox Automobil nennt die entsprechend auch Buslutscher. Für uns ist es aber Grund genug, bei Automotor und Sport einen Elektroauto-Verbrauchstest bei konstantem Tempo durchzuführen. Also bei verschiedenen Geschwindigkeiten mit Elektroautos, die nicht so großen Akku haben und zu gucken, wie sich das Ganze verhält, Reichweite und Verbrauch. Und ich sage euch was, das wird gut. Bevor ich jetzt zu den Ergebnissen komme, reden wir noch ein bisschen über die Testbedingungen. Denn meine geschätzten Stuttgarter Kollegen haben 4 Elektroautos bei konstantem Tempo auf einem Prüfgelände getestet. Ich habe das nicht gemacht, sondern ich habe die Ergebnisse von meinen Kollegen bekommen und darüber reden wir heute auch. Und was für Autos sind das? 2 davon haben wir hier, VW e-Up, Renault Zoe und dazu kommen noch Hyundai Ioniq Elektro und DS3 Crossback e-Tense. Also Autos mit unterschiedlicher Karosserieform, unterschiedlichem Akku. Die Motoren sind nicht so unterschiedlich, da reden wir aber später drüber. So, was haben die Kollegen gemacht? Zum einen haben sie erstmal die Heizung eingestellt. Also 22 Grad haben sie sich eingestellt, mollig warm. Und das waren so ungefähr 5 bis 6 Grad Außentemperatur, mittlere Windgeschwindigkeit. Das heißt, die Heizung im Auto musste arbeiten. Zum anderen haben sie sich Geschwindigkeiten ausgesucht, bei denen sie das Auto konstant gefahren sind. Und zwar immer im 20 km/h Abstand. 60 km/h, 80 km/h, 100 km/h, 120 km/h und dann auch noch die Höchstgeschwindigkeit. Diese Geschwindigkeiten, nicht nur über den Tacho abgelesen, sondern wirklich per GPS exakt genau eingestellt, sind die auf dem Prüfgelände von Bosch in Boxberg 3-mal im Rund gefahren, konstant. Das ist ungefähr 3 Kilometer lang, hat eine relativ große Kurve, eine kleinere Kurve und hat im Maximum bis zu 65 Grad Überhöhung, damit es bis zum bestimmten Tempo querkraftfrei ist. Was muss man noch beachten? Die Autos standen auf Winterreifen und jetzt gucken wir uns mal an, was da herauskam. 60 km/h konstant. Das ist eine Geschwindigkeit, wo der Verbrauch der Elektroautos am nächsten am offiziellen WLTP-Verbrauch liegen sollte, also dem modernen Prüfstandsverbrauch. Der liegt im Durchschnitt bei 46,6 km/h, hat aber noch andere Bedingungen. Jedenfalls sollten Sie in diesem Bereich liegen oder sogar drunter, denn der WLTP wird ja extern, also an Steckdose gemessen. Und wir haben mit dem Bordcomputer gemessen, da sind keine Ladeverluste dabei. So, jetzt sage ich nochmal die WLTP-Verbräuche für die Autos. Der VW e-Up hat 12,7 bis 12,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer offiziell. Renault Zoe 17,4 bis 20 Kilowattstunden offiziell. DS3 Crossback e-Tense, ich habe es geschafft, nicht Citroën zu sagen, großartig, oder? 17,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer und der Hyundai Ioniq Elektro 13,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und wie ist jetzt das Ergebnis bei 60 km/h? Ist da der e-Up der sparsamste? Ich meine, wir gucken es uns nochmal an. Hat sehr schmale Reifen. Ja, das sind 165er Reifen, die stehen ja alle auf Winterreifen bei dem Test. Es ist insgesamt ein kleines, kompaktes Auto. Es ist wahnsinnig leicht, der wiegt deutlich unter 1,3 Tonnen. Wobei das bei Konstanttempo physikalisch nicht so die Rolle spielt. Er ist aber nicht das sparsamste. Nee, der Hyundai Ioniq ist das sparsamste. Mit 11 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und der hier hat über 14 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und die anderen liegen alle deutlich unter ihren WLTP-Werten, plus der liegt deutlich drüber. Woran liegt's? Tja, da müssen wir ins Innere des Autos gucken. Da ist ein riesiger Unterschied. Denn wir gucken auf die Heizung, da sehen wir jetzt nichts. Vor allem aber die Technik, die dahinter steckt. Dieses Auto, also der e-Up, hat als einziger von den 4 keine Wärmepumpe. Alle anderen Autos haben im Test eine Wärmepumpe. Je nach Ausstattungsvariante gibt es sie auch mal ohne, aber im Test hatten die alle eine Wärmepumpe, der hier nicht. Und wir haben ja Tester, die sich mollig warm, 22 Grad eingestellt haben. Draußen war es nicht so warm, 5 bis 6 Grad. Das heißt, die Heizung musste schuften und da musste die ordentlich Energie reinschieben. Und wenn man das mit ganz normalen Heizstäben macht, ist das halt erheblich ineffizienter, als wenn ich eine Wärmepumpe nutze, bei der ich der Außenluft wirklich Energie entziehe, um den Innenraum zu heizen. Umgedrehtes Kühlschrankprinzip, ich habe es in einem anderen Video schon mal erklärt. Grundsätzlich hat der VW e-Up dadurch einen erhöhten Grundverbrauch. Und da er ja bei der Geschwindigkeit noch keine richtig hohe Antriebsleistung braucht, der Luftwiderstand auch noch nicht so eine Rolle spielt und Gewicht auch nicht,
ist er der ineffizienteste, wenn es draußen kalt ist. Ist nicht schön, ist aber so. Interessant ist übrigens auch noch DS3 Crossback, der auch schon einen deutlich erhöhten Verbrauch hat mit 16,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und das ist schon deutlich mehr als die anderen, schon bei dem Tempo. Woran kann es liegen? Das Auto steht insgesamt auf sehr breiten Reifen. Also vorne wie hinten 215er Schlappen. Damit hat er die breiteste Bereifung und auch wohl den höchsten Rollwiderstand. Exakt die Werte von den Reifen kennen wir nicht, wird aber wahrscheinlich so sein. Und er hat natürlich schon eine deutlich ausladendere Form. Das heißt, dem Wind wird schon ein bisschen Widerstand entgegengebracht, wobei das bei dem Tempo noch nicht so die Rolle spielt. Umso erstaunlicher ist es, dass der besonders windschlüpfrige Hyundai Ioniq Elektro da so wenig verbraucht. 80 km/h konstant. Bei der Geschwindigkeit sehen wir, dass der E-Up wirklich ein Problem mit geschwindigkeitsunabhängigen, relativ hohen Verlusten hat. Ja, hat ja keine Wärmepumpe drin insgesamt, scheint da abgesehen von der Antriebsleistung, schon relativ hohe Verbräuche zu haben, elektrische. Denn die Steigerung von 60 auf 80 km/h beim Verbrauch fällt bei ihm gar nicht so groß aus. Ist gerade mal ein bisschen mehr als eine Kilowattstunde. 15,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, jetzt gleichen die sich langsam alle an. Der Ioniq ist mit 13,4 immer noch der sparsamste. Der hier, also Renault Zoe, liegt auch noch unter 17 Kilowattstunden. Wer abhaut, ist DS3 Crossback. Mit seiner SUV-artigen Form, das ist ein hohes Auto, das ist ein großes Auto, wahrscheinlich nicht mit einem überragenden CW-Wert, schlägt da der Wind schon zu und er verbraucht 19,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das ist natürlich deftig. Und noch zwei interessante Daten gibt es bei dieser Geschwindigkeit. Das ist die letzte Geschwindigkeit, das ist ja so eine typische gute Landstraßendurchschnittsgeschwindigkeit, wo alle vier Autos theoretisch über ihren Akkuenergieinhalt über 200 Kilometer Reichweite schaffen. Vorne liegt hier Renault Zoe, der schafft sogar über 300 Kilometer. Er hat ja auch den größten Akku drin mit 52 Kilowattstunden. Wobei, da muss man gucken, ob Brutto- oder Netto-Energieinhalt, aber da kommen wir noch dazu. 100 km/h konstante Geschwindigkeit. Das ist definitiv die Geschwindigkeit, wo der Luftwiderstand bei allen Testwagen die dominante Widerstandskomponente ist. Meistens setzt das schon früher als dominante Komponente ein, bei eher 80 km/h. Wie hoch die Geschwindigkeit liegt, wo ja der Windwiderstand eben den meisten Widerstand bietet, das hängt ein bisschen von der aerodynamischen Form des Autos ab. Ist das Auto sehr aerodynamisch, dann liegt die Geschwindigkeit höher. Ist es nicht so aerodynamisch, liegt sie niedriger. Und jetzt schauen wir uns mal die Verbräuche an und da wird es ganz interessant. Denn nur der E-Up und der Hyundai Ioniq Elektro schaffen es, bei dem Sprung von 80 auf 100 km/h weniger als 3 Kilowattstunden mehr zu verbrauchen. Woran liegt's? Naja, vor allem mal an der Aerodynamik. Der E-Up ist jetzt nicht der aerodynamischste vom CW-Wert her, aber es ist ein kleines Auto mit einer relativ kleinen Stirnfläche. Und der Hyundai Ioniq Elektro hat jetzt nicht so eine kleine Stirnfläche, aber dafür hat er einen exzellenten CW-Wert. Hyundai gibt offiziell einen CW von 0,24 an, wobei witzigerweise gilt das für alle drei Autos und unter der Ioniq-Flagge, also für den Plug-in wie für den Hybriden. Ich glaube, dass der Elektro wahrscheinlich noch ein bisschen windschlüpfriger ist. Egal wie, beide fahren bei der Geschwindigkeit noch deutlich unter 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Laut Bordcomputer. Der E-Up hat 17,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, der Ioniq 16,3. Wirklich beeindruckend. Beim DS3 und beim Zoe sieht es dagegen anders aus. DS3 sogar schon über 23 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und beide steigern um rund 4 Kilowattstunden ihren Verbrauch von 80 auf 100 km/h. Jetzt gucken wir uns den Zoe nochmal an. Der ist ja gar nicht so schlecht vom Windwiderstand her. Das ist ein gutes Auto. Definitiv, hat jetzt keine Riesensternfläche, ist aber aerodynamisch geformt. Wo ist denn noch ein Unterschied? Na, beim Motor. Das sind alles Autos mit einem Synchronmotor. Da gleichen sie sich schon mal. Wir haben keinen asynchronen Motor diesmal dabei. Aber Zoe ist der einzige mit einem sogenannten fremderregten Synchronmotor. Das heißt, er nutzt keine permanenten Magneten wie die anderen im Rotor, also in sich drehenden Teil, sondern da ist eine Spule und die wird mit Strom durchflossen. Und das erzeugt Stromwärmeverluste und damit hat er einen niedrigeren Spitzenwirkungsgrad als die Konkurrenten. Und das kostet halt auch ein bisschen Verbrauch, deswegen liegt er insgesamt etwas höher. 120 km/h
Konstantgeschwindigkeit. Hört sich wie eine gute Autobahndurchschnittsgeschwindigkeit an, ist aber schon verdammt hoch. Das weiß jeder, der schon mal auf der Autobahn versucht hat, 120 km/h im Schnitt zu fahren. Da musst du zum Teil viel, viel schneller fahren, um diese Durchschnittsgeschwindigkeit zu erreichen. Und falls jetzt auch einer auf die Idee kommt und sagt, ach, den Test fahre ich nach, da gehe ich auf die Autobahn, da kann ich gucken, ob die richtig getestet haben. Nein, das wird nicht hinhauen. Denn wir haben in Boxberg auf einem Prüfgelände getestet, wo wir wirklich GPS-gestützt, nicht per Tacho, 120 km/h gefahren sind. Zudem sind dort zwei Kurven und in beiden Kurven habe ich eine leichte Verbrauchserhöhung durch die leichten Querkräfte durch die Erhöhung des Rollwiderstandes. Ich habe zudem die Windeinflüsse, weil man ja einmal in die eine und in die andere Richtung fährt, fast egalisiert und das Gelände ist nicht ganz eben. Das heißt, das kann man nicht hundertprozentig vergleichen. Aber kommen wir zu den Ergebnissen, da wird es nämlich spannend. Da gehen wir rüber zum ERB. Der ERB hat von 60 auf 80 km/h ungefähr eine Kilowattstunde mehr verbraucht. Er hat von 80 auf 100 km/h rund 2 Kilowattstunden mehr verbraucht. Und jetzt von 100 auf 120 km/h verbraucht er mehr als 4 Kilowattstunden mehr. Das heißt aber trotzdem, dass hier der E-Up, wie auch der Hyundai Ioniq Electro, wie auch Renault Zoe mit ungefähr 4,x Kilowattstunden mehr Verbrauch von 100 auf 120 km/h ganz ordentlich im Wind liegen. Brutal wird's für den DS3. Der verbraucht über 6 Kilowattstunden mehr, fast 30 Kilowattstunden bei 120 km/h konstant. Und das geht natürlich auch ganz brutal auf die möglichen Reichweiten. Wobei man dazu sagen muss, wir haben die möglichen Reichweiten berechnet. Wir haben uns also angeguckt, was ist als Energieinhalt im Akku offiziell angegeben, wie ist der Verbrauch, und dann teilt man Akku durch Verbrauch und schon kommt man zu einer Reichweite, die im Groben und Ganzen stimmt. Natürlich hat man in der Praxis immer Abweichungen. Und es gibt nur ein einziges Auto, das es bei dieser Geschwindigkeit noch schafft, über 200 Kilometer weit theoretisch zu kommen. Und das ist Renault Zoe. Der hat aber auch den größten Akku drin mit 52 Kilowattstunden. Jetzt habe ich eine Sache gemacht. Ich bin bei Renault auf die Webseite. Dort kann man nämlich das Einstellen, 120 km/h, Heizung einschalten und so weiter und so fort, sogar die Bereifung und dann gucken, wie viel Reichweite da rauskommt. Und das machen wir jetzt kurz mal, weil das wird sehr interessant. Nochmal zur Erinnerung, theoretisch ausgerechnet bei dem Akku und dem Verbrauch auf Basis unseres Tests sind 207 Kilometer. 398, das ist jetzt sehr optimistisch bei 70 km/h, wir können das ja einstellen. Wir stellen mal hier ein, 120 Kilometer, ja, wir stellen die Außentemperatur auf 5 Grad Celsius. Wir stellen ihn auf 17 Zollräder, so war er auch im Test, und wir machen die Heizung an und dann kommt raus 196 Kilometer, die Renault dann bei dieser Geschwindigkeit mit Heizung allem drum und dran verspricht. Das liegt sogar unter unseren 207 Kilometern, was mich zu der Annahme bringt, dass der Akku da drin zwar 52 Kilowattstunden Energieinhalt hat, dass die aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht komplett genutzt werden, sondern ich gehe davon aus, dass weniger als 50 Kilowattstunden genutzt werden. Egal wie, der Wert liegt trotzdem sehr nah an dem, was wir hochgerechnet haben. Also so falsch können wir nicht liegen. Höchstgeschwindigkeit. Und dafür habe ich mich gleich mal an den, in Anführungsstrichen, langsamsten Testwagen im Vergleich gestellt. VW E-Up, der ist bei 130 km/h abgeregelt, der braucht kein Tempolimit, das hat er selbst eingebaut. Und da verbraucht er 24,4 Kilowattstunden, das reicht für rund 130 Kilometer Reichweite, also viel schneller sollte man damit auch nicht fahren. Gucken wir uns die anderen an. Da wird besonders der Hyundai Ioniq sehr interessant. Der hat eine theoretische Höchstgeschwindigkeit von 173 km/h. Tut man sich aber ein bisschen schwer, die zu erreichen. Also die 100 kW oder in alter Währung 136 PS müssen sich da sehr abstrampeln. Deshalb sind wir auch bei 160 km/h gefahren und da hat er 31,7 Kilowattstunden verbraucht. Das ist schon eine Menge, das reicht für so rund 120 Kilometer Reichweite. Interessant ist aber, dass er bei 160 nur 1,9 Kilowattstunden mehr verbraucht als der DS3 bei 120. 40 km/h Unterschied! Und trotzdem ist er genauso effizient oder ineffizient, wie man es nehmen mag. Das ist wirklich erstaunlich. Also Schnellfahren wird beim Hyundai Ioniq nicht so sehr bestraft wie bei den anderen, weil er eben aerodynamisch sehr günstig ist. Und beim DS3 sieht es dagegen ganz anders aus. Wenn man dessen Höchstgeschwindigkeit fährt, 148 km/h, verbraucht er über 40 Kilowattstunden.
Und da bleibt dann auch nicht mehr viel Reichweite übrig. Das sind auch so rund 120 Kilometer. Also das sollte man sich sparen. Also das ist schon eine Menge Verbrauch, die da diese französische Schrankwand im Wind erzeugt. Und dann gucken wir uns noch Renault Zoe an. Der verbraucht, der fährt 5 km/h langsamer in der Höchstgeschwindigkeit als DS3 und verbraucht dabei 33,5 Kilowattstunden und da reicht es so rund für 150 Kilometer Reichweite. Das ist noch ein ordentlicher Wert, aber man sieht schon, schneller fahren mit den Elektroautos, das tut schon weh beim Verbrauch und bei der Reichweite. Ja, ich weiß, das waren jetzt eine Menge Zahlen, aber auch viel Ergebnisse. Und was wir aus all diesen Zahlen und Ergebnissen lernen, das klären wir jetzt on board. Und zwar mit dem Auto, welches nehmen wir? Wir nehmen ein E-Up. Hat keine Wärmepumpe. Müssen wir noch mal drüber reden. Die Wärmepumpe ist ein sehr sinnvolles Feature für ein Elektroauto. Das hat auch der Test wieder eindeutig gezeigt. Vor allem dann, wenn man sieht, wie ein Auto verbraucht, gerade bei niedrigem Tempo, wenn es keine Wärmepumpe hat, wie zum Beispiel der E-Up. Dazu muss man eine Sache wissen, der hat ja ab Werk sehr niedrige Verbräuche, unter 13 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, aber die sind laut WLTP gemessen. Und beim WLTP ist keine Klimaanlage und auch keine Heizung eingeschaltet. Und hier sieht man es schon im Stand, geht der Verbrauch zum Teil hoch. Ich fahre keinen Meter, einfach nur deswegen, weil eben die Heizung läuft. Jetzt habe ich hier einen Verbrauch, der ist jetzt gesunken. Aber das können wir mal wieder ein bisschen aktivieren, indem wir hier mal die Heizung etwas hochlaufen lassen. So 22 Grad haben wir eingestellt, wie auch beim Test. Und dann werde ich einen etwas erhöhten Verbrauch. Da habe ich ihn. Verbrauch 4,8 Kilowattstunden. Ich stehe einfach. Ich fahre keinen Meter und da sind 4 Kilowattstunden drin. Da muss man sich natürlich nicht wundern, wenn er dagegen erstmal eine Zeit lang kämpfen muss. So, jetzt fahren wir mal ein bisschen los. Nicht wundern, wenn da eben Kilowatt anstatt Kilowattstunden stand. Die haben, solange das Auto steht, geben die eine Leistung und keine Energie an. Jetzt haben wir hier Kilowattstunden stehen. Und das ist natürlich jetzt bei langsamem Tempo und eingeschalteter Heizung brutal. 15, 17 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. So. Und jetzt gucken wir uns das nochmal an, was passiert, wenn ich eben die Heizung runterregle und auch hier den Verbrauch runterregle und plötzlich haben wir einen Verbrauch, der deutlich niedriger liegt. So, wir fahren jetzt mal hier so konstant, zum Beispiel 30 km/h und dann ist der Verbrauch erheblich niedriger. Aber sobald ich hier die Heizung wieder ins Spiel bringe, 22 Grad, das seht ihr gleich, kommt hier wieder richtig Spaß in die Bude. Dauert einen kleinen Moment, zack, und schon haben wir relativ hohe Verbräuche. Ein Elektroauto verbraucht nicht grundsätzlich mit steigender Geschwindigkeit mehr. Das kann man ganz einfach schon dadurch überprüfen, dass man sich hinstellt und die Bordelektronik eingeschaltet hat. Dann habe ich nämlich schon einen Grundverbrauch. Und da ich keinen Meter fahre, habe ich theoretisch einen Verbrauch pro 100 Kilometer, der liegt quasi im Unendlichen. Erst wenn ich mich bewege, dann wird die Relation ein bisschen besser. Aber man sieht, ich fahre jetzt sehr, sehr langsam. Also 10 km/h. Und dann habe ich trotzdem hier so einen Verbrauch. 6, 5 Kilowattstunden, 7 Kilowattstunden, 7, ja, geht immer ein bisschen höher. Ich versuche mal hier so konstant bei 15 km/h zu fahren. Und jetzt hat er hier so einen Verbrauch von 9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das ist schon relativ deftig dafür, dass ich so langsam fahre. So, und jetzt versuchen wir das Ganze, indem wir ein bisschen schneller konstant fahren. Wir fahren jetzt mal 20 km/h konstant, ungefähr. Jetzt haben wir einen Verbrauch von 6, 7 Kilowattstunden. Können wir da sogar noch ein bisschen drunter? Ja, wir fahren noch ein bisschen schneller. Fahren wir 30. Jetzt pendelt sich der Verbrauch ein. So bei ungefähr auch so 6, 7 Kilowattstunden. Und das ist auch so das Optimum, was man mit dem Auto hier erreichen kann. Also wenn ich besonders weit kommen will, dann fahre ich mit einem Elektroauto je nach Antriebsart so ungefähr 30 bis 40 km/h. Beim Verbrenner sieht das etwas anders aus. Der hat sein Wirkungsgrad-Optimum je nach Konfiguration so bei 50 bis 60 km/h.
Damit kann man natürlich dann schon sehr weit kommen, aber ganz ehrlich, ist man schon ein ziemliches Verkehrshindernis. Deswegen fahren wir schneller. Elektroautos sind wahrhaft nicht alle gleich effizient. Es gibt ja bei vielen Leuten die Meinung, ja, sobald es ein Elektroauto ist, dann ist es super effizient. Nee, auch da gibt es Fahrwiderstände, auch da gibt es Antriebseffizienz, das macht schon einiges aus. Und wir dröseln das einfach mal auf. Wir gucken zum Beispiel den Rollwiderstand der Reifen an. Der kann ganz unterschiedlich auffallen, je nachdem, was ich für Reifen draufgeschnallt habe, wie breit die sind, ob die besonders rollwiderstandsoptimiert sind oder nicht. Ihr wisst sicherlich, dass ich so auf mega rollwiderstandsoptimierte Reifen nicht stehe, weil die eben schlechter bremsen. Dann spielt natürlich das Gewicht eine Rolle, wobei das jetzt bei Konstantfahrt kaum eingeht, sondern da geht es eher um Stadtfahrt, Beschleunigung, Abbremsen. Das wird ja alles auch dadurch abgemildert, dass ich beim Elektroauto eben Rekuperation habe. Wobei Rekuperationseffizienz ist auch so ein Punkt. Ja, grundsätzlich kann man so im Optimalfall so 2/3 der kinetischen Energie wieder rekuperieren. Aber das eine oder andere Auto macht das eben besser oder schlechter. Luftwiderstand, da gibt es mal riesige Unterschiede, haben wir gesehen. Ein DS3 Crossbrake hat einen deutlich schlechteren Luftwiderstand als ein Hyundai Ioniq Elektro. Und auch beim Antrieb gibt es große Unterschiede. Je nachdem, was ich für einen Motor wähle, wie effizient eben mein Elektromotor ist, wie effizient ist mein Inverter, meine Batterie, meine Verkabelung, das alles spielt eine Rolle und macht am Schluss schon vielleicht einige Kilowattstunden aus. Dann darf man nicht vergessen, dass eben Heizung und Bordelektronik auch noch Energie ziehen. Und so hat man beim Elektroauto ganz viele Faktoren, die den Verbrauch beeinflussen und die Range ist riesig. Wie bei dem Test zu sehen war, ist der Unterschied zwischen den Autos und Karosserieformen zum Teil deutlich größer als 20-30 km/h schneller zu fahren. Eins hat der Test definitiv gezeigt, schon eine SUV-artige Form schadet dem Verbrauch und damit der Reichweite des Elektroautos deutlich. Ein DS3 Crossback ist nun wahrhaftig kein typischer SUV. Er ist ja relativ kompakt noch gebaut und trotzdem verbraucht das Auto deutlich mehr als seine Konkurrenten, einfach weil die Aerodynamik nicht passt. Und dabei geht es nicht ums Gewicht, das ist gar nicht der Punkt, weil ein DS3 ist jetzt nicht schwerer als ein Hyundai Ioniq, sondern es geht wirklich um die Aerodynamik. Umso weniger kann ich es persönlich verstehen, wieso gerade die aerodynamisch nicht so günstigen Elektroautos zum Teil so beliebt sind. Und wieso legen jetzt Verbrenner auf der Autobahn nicht so an Verbrauch zu? Weil die haben ja die gleichen Fahrwiderstände. Ja, Fahrwiderstände schon. Aber beim Verbrenner ist der Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors so schlecht, gerade bei niedrigen Geschwindigkeiten, dass es erstmal gar nicht auffällt, dass es da so viele Fahrwiderstände gibt. Das Elektroauto ist ja mehr so ein Fahrwiderstandsporno. Der Elektromotor ist deutlich effizienter und damit fallen die Fahrwiderstände, vor allem der Luftwiderstand, schon deutlich früher relativ stark ins Gewicht. Der Verbrenner legt also auch über den Luftwiderstand zu, aber das wird erstmal verschleiert. Und beim Elektroauto tritt es halt eben früher und deutlicher auf und damit tut es natürlich besonders weh. Und dann darf man eins nicht vergessen, es steckt nun mal im Elektroauto spürbar weniger Energie zum Fahren drin als in einem Verbrennungsauto. Und wenn man an die Tankstelle fährt, dauert es halt bei einem Verbrenner nicht so lange. Deswegen fällt es gar nicht so auf, dass man auf der Autobahn doch schon mehr verbraucht. Bei 80 km/h wird der Luftwiderstand zur dominanten Fahrwiderstandskomponente. Jo, wir fahren jetzt gerade 80, das hat der Test relativ eindeutig gezeigt. Das ist so der Punkt, wo die Autos dann wirklich mit dem Luftwiderstand zu kämpfen haben, wo er auch dominanter wird als jetzt Rollwiderstand, die sonstigen Verluste. Und umso schneller ich fahre, desto höher wird auch mein Luftwiderstand. Der steigt im Quadrat. Das heißt, bei jeder Geschwindigkeitsverdopplung habe ich den vierfachen Luftwiderstand. Das reicht aber noch lange nicht. Denn wenn ich die Energie oder die Leistung berechnen will, die ich dafür brauche, dann ist es sogar Faktor hoch 3. Das heißt, bei jeder Geschwindigkeitsverdopplung habe ich die achtfache Energie oder die achtfache Leistung, die ich aufbringen muss, um gegen diesen Widerstand anzukämpfen. Dass das nicht richtig auffällt, also dass man jetzt beim Test nicht von 60 auf 120 km/h die achtfache Leistung braucht, das liegt daran, dass da der Luftwiderstand ja noch eine kleine Rolle spielt. Das ist vielleicht so 10% oder so des Verbrauchs. Und die müsste ich dann mal acht nehmen und dann haut das eigentlich schon ziemlich genau hin. Übrigens ist das auch die Antwort auf die Frage, wieso ein Bugatti Veyron über 1000 PS braucht, um 400 km/h zu fahren, obwohl er 200 km/h sogar mit weniger als 200 PS erreicht.
weil der Luftwiderstand sich ebenso dramatisch steigert. Und über 200 km/h ist er extrem dominant. Nicht ganz hoch 3 insgesamt, aber doch sehr dominant. So, das war jetzt meine Analyse des Tests, den meine Stuttgarter Kollegen mit den Elektroautos durchgeführt haben. Vielen Dank übrigens vor allem an den Kollegen Dirk Gulde, der das Ganze angestoßen hat. Großartiger Job. Tja, und was bleibt für mich dabei hängen? Meine Quintessenz, dass ein Elektroauto, wenn es aerodynamisch sehr günstig geformt ist, auf der Autobahn auch ein bisschen schneller fahren kann, ohne dass die Reichweite brutal zusammenbricht. Aber das ist meine Quintessenz. Wie sieht denn eure aus? Was sind eure Gedanken dazu? Schreibt sie drunter und vergesst eines nicht, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert uns. Ihr wisst schon, da freue ich mich ganz persönlich drüber.